wenn ich richtig informiert bin, lehnt die Bundesregierung extra legale Tötungen ab. Das ist richtig, Herr Schäfer, ne? Absolut, ja, das ist richtig. Dann habe ich die Frage, bei all den unzähligen Einzelfällen an US-Drohnenangriffen weltweit, hat die Bundesregierung bisher auch nur eine extra legale Tötung festgestellt? Yes, I'm listening. Schäfer, von wie vielen weiteren Relaisstationen Amerikanern weiß die Bundesregierung und prüfen Sie auch, ob die Drohnenangriffe mit dem Truppenstatut, das man mit den Amerikanern hat, vereinbar ist? Frage 1 vermag ich Ihnen nicht zu beantworten, das weiß ich nicht. Frage 2, es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass das Verhalten der Amerikaner in irgendeiner Weise Widerspruch stünde zu dem Truppenstatut. Wenn ich richtig informiert bin, lehnt die Bundesregierung extra legale Tötungen ab. Das ist richtig, Herr Schäfer, ne? Absolut, ja, das ist richtig. Dann habe ich die Frage, bei all den unzähligen Einzelfällen an US-Drohnenangriffen weltweit, hat die Bundesregierung bisher auch nur eine extra legale Tötung festgestellt? Naja, da kann ich jetzt eigentlich nur auf dutzendfache Diskussionen mit Ihnen und anderen an dieser Stelle und zwischen anderen an anderer Stelle verweisen, dass mit der Behauptung des Drohnenkrieges und den extralegalen Tötungen ist eben nicht so einfach, wie Sie das immer gerne hätten. Das Völkerrecht kennt keine spezifischen Regelungen für Drohnen, sondern Drohnen sind Waffen und müssen als solche sozusagen unter die allgemeinen Regelungen des Völkerrechts subsumiert werden. Und da gibt es dann das Kriegsvölkerrecht und das Nichtkriegsvölkerrecht. Das alles haben wir hier schon, ich weiß nicht wie viel Mal, dutzendfach jedenfalls miteinander besprochen. Und da ist das eben nicht so einfach, weil es sehr stark auf die Umstände des Einzelfalles ankommt. Und ja, ich glaube, soweit erstmal. Es ist ja durchaus möglich, dass auch die Bundesregierung oder ihr Handeln dort ins Visier der Justiz kommt. Ist denn die Bundesregierung zuversichtlich, dass ihr eigenes Handeln in Bezug auf Rammstein von jeglicher Strafhandlung befreit ist? Ja, aber wenn wir das nicht wären, dann würden wir doch das, was wir da tun, und wie wir mit unseren amerikanischen Partnern umgehen, nicht tun. Und wie gesagt, ich kann nur noch mal wiederholen, es gibt ja bereits einschlägige Urteile, die genau das entschieden haben. Sie sagten ja gerade, dass auch der Bundesregierung Drohnenangriffe der Amerikaner bekannt werden. Darum noch mal die Frage, die Sie eben nicht beantwortet haben. Ist der Bundesregierung bisher auch eine extra legale Tötung der Amerikaner bekannt? Wir haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass wir nicht in allen Punkten mit der amerikanischen Regierung übereinstimmen bei der Interpretation des Völkerrechts in dieser Frage. Aber zur Frage der völkerrechtlichen Zulässigkeit von solchen Drohnenangriffen ist es in aller Regel so, dass öffentlich verfügbare Informationen für ein abschließendes Urteil nicht ausreichen. Das habe ich gerade schon versucht, Herrn Steinert zu erläutern, der sich dankenswerterweise mit dieser Antwort zufrieden gegeben hat. Sie aber nicht. Entschuldigung, aber eine Frage noch. Läuft im Moment eine Prüfung oder Prüfungen im AA, ob die Zusicherungen der Amerikaner bezüglich Rammstein der Wahrheit entsprechen? Ich, Frau Chablis und andere haben an dieser Stelle immer gesagt, und das tun wir ja jetzt auch angesichts der jüngsten Informationen, die wir vor einiger Zeit aus Washington zum Thema bekommen haben, dass wir den Dialog und das Gespräch mit unseren amerikanischen Partnern in dieser Sache fortsetzen werden. Und wir haben keine Sondereinheit im Auswärtigen Amt, die sich mit der Frage des Umgangs der Amerikaner mit und dem Einsatz von Drohnen beschäftigt. Aber Teil der Arbeit in unserer politischen, unserer rechtlichen Abteilung ist es natürlich auch, sich diesen Fragen zuzuwenden. Money, money, I want more money. I don't even know why. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash.